Erster Punkt geht an den USC Münster. Interessante Aufstellung. Courtney Filinski fängt auf der Diagonalposition an. Gelernte Annahme Außenspielerin. Ah, der Ball in den Rücken gespielt. Der Ball, aber noch gut gelöst von Lena Stickroth. Auch weil Leonie Schwertmann da beim Blockversuch noch recht weit weg war. Vom letzten Anwar Münsters Kapitän. Bogdana Anisova. Gegen den Einerblock kommt da durch. Sie also auf Annahme außen gemeinsam mit Ines Barton. Da hat Andi Vollmer kurzfristig nochmal kräftig durcheinander gewirbelt. Anisova schlägt auf. So sollte der nicht abgewehrt werden mit dem Fuß. Der Ball, den Punkt, den nimmt Münster trotzdem. Interessante Abwehrtechnik von Anisova. Die da die Hände nicht an den Ball kriegt, aber den Fuß halt runter. Der zweite Punkt für Münster mit dem Lob. War jetzt ein bisschen unglücklich aus beim USC, aber mutig gespielt von den Raben. Annahme nicht wirklich perfekt. Aber dann traut sich Hashimoto hier den 4 Meter Schuss zu spielen. Über den Kapitän, über Curly Becker. Und das Kronseder. Phil Spielbergs Coach hat es so formuliert. Entscheidend im Spiel dieser beiden Mannschaften wird einfach sein, wer besser aufschlägt. Wer Druck mit dem Aufschlag, wer mehr Druck mit dem Aufschlag macht, der wird große Vorteile haben in diesem Spiel. Das war jetzt so ein typischer Ines Baden. Immer wenn die Annahme sauber nach vorne kommt, kann man fast die Uhr nachstellen. Dann wird Hashimoto über die Mitte spielen. Über die Mittelblockerinnen, über Wisorke und über Becker. Die Chance auszugleichen. Sauberer Block gegen Erika Wilson. Da standen die Hände sauber. Werden wir jetzt hier schön sehen. Aktiv übers Netz gegriffen, Hand Innenflächen zeigen in die Feldmitte beim USC. 5 beide. Der muss gepfiffen werden, wird auch gepfiffen. Der ist hier mal komplett über die Finger gerollt, dieser Ball. Erika Wilson.
super, hier sehen wir es jetzt. Und dann wunderschöne Rotation, zweimal gepfiffen von Kutzel. Clever gemacht von Lena Stickroth. Ein harter Ball, der erfolgversprechend war. War da auch kaum noch möglich, also gibt es halt den Shot knapp hinter dem Block. Und der passt ganz genau. Erste Führung fürs Heimteam. Oh, und jetzt ist die Chance da, die Führung auszubauen. Erstmal nicht genutzt, Chance zum Ausgleich. Der anderen gibt es wieder den schnellen Ball über Besorgke. Wilsbiburg macht aus einem 1:4 ein 8:6. Gehört hat man da gerade eben kurz Jonas Kronseder und die Roten Raben. Gesehen haben wir Andi Vollmer. Linda Dörendahl. Schon so lange dabei. Seit 2010 spielt sie für den OSC. Aber der passt ganz genau. Das war ein schöner Hinterfeldangriff über Erika Wilson. Linda Dörendahl ist im Übrigen Zweite geworden bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres, ausgerichtet von den Westfälischen Nachrichten in Münster. Und dann gab es noch eine Siegerin, und zwar bei den Juniorensportlern, ebenfalls ausgerichtet, diese Wahl von den Westfälischen Nachrichten. Hanna Ortmann ist das geworden. Also, der USC ist in Westfalen definitiv eine Größe. Schön den Ball noch erkämpft. Und jetzt warten. Sehr umkämpfter Ball und wieder der schnelle Ball, den die Raben sehr, sehr häufig spielen werden, können wir, glaube ich, von ausgehen. Langer Ballwechsel mit besserem Ende für das Team in Rot. Bogdana Anisova braucht da so ein paar Anläufe, bis sie den Ball über die Vier dann auf den Boden kriegt. Dann hat es aber noch funktioniert. 9 Beine. Saubere Abwehr beim USC. Und wieder das erste Tempo über den Kapitän, über Curly Becker.
Aufschlagfehler erstens der Raben. Noch keiner beim USC Münster. Hashimoto haben wir da gerade gesehen. Für Zwiebels Zuspielerin, das ist Kaiser Alakwo, die Zuspielerin vom USC Münster. Ach, der Ball ist drin. Filz Biburg bemüht sich, Standardsituationen sehr flexibel zu handhaben. Sehen wir jetzt hier schön, da kommt Lena Stickroth rein, geht gar nicht auf den Ball, wirklich klassisch über außen, sondern spielt so eine Art Meter über Kopf. Da ist der erste Aufschlagfehler vom USC. Den hat Anisov auch nicht gut getroffen, den Ball. Und das Kopfnicken zeigt, weiß ich auch selber. Beide Teams in dieser Anfangsphase recht stabil in der Annahme. Die kleinen Anlaufschwierigkeiten bei den Roten Raben Pilz-Biburg haben sich erledigt und aus einer stabilen Annahme resultiert dann ein solider Sideout. Kaum wagt, es geht eine Annahme daneben. Die Roten Raben nehmen auch ihre Diagonalspielerin mit rein in die Annahme. Auch Courtney Zolinski nimmt sich den einen oder anderen Ball. Präziser Angriff von Pierre Bördein, die ja schon in einigen Ländern unterwegs war und Volleyball gespielt hat. In Finnland, in Frankreich, in der Türkei, in Russland und mit 33 Jahren auch erfahren ist und weiß, was sie wann machen muss und bringt ihr Team dann jetzt recht deutlich in Führung, nämlich mit 4 Punkten, 16-12 für die Raben. Okay, da muss jetzt noch ein bisschen nachjustiert werden beim USC. 4 Punkte Rückstand sind dann jetzt doch schon mal ein Brett, das man erstmal aufholen muss. 700 Kilometer von Münster bis nach Vilsbiburg. Respekt, meine Herren. Nächster guter Aufschlag. Nächster Punkt, Bördein. Die macht jetzt reichlich Punkte. Ihr Fünfter schon. Ines Barton, die da jetzt zweimal ein bisschen geschwächelt hat in der Annahme beim USC, ist raus. Sie ist für sie drin, das ist Sina Fuchs. Ja.
Courtney Felinski mit dem nächsten guten Aufschlag. Das nächste Problem in der Annahme beim USC. Und der nächste schnelle Ball. 2 Meter Schuss über die Sorge. Die hat jetzt schon 8 Bälle bekommen. Und wir sind noch nicht in der Crunch-Time angekommen von Satz Nummer 1. Insgesamt schon 11 Angriffe durch die Mitte. Sind. Geht voll kreuz, bitte schnell. Mit Dicker, reicht die Konto. Einfach kreuzlich spät sein. Wenn sie hoch sind, sehr kraftvoll. Es ist in der Konto, ich kann einfach nicht gelesen. Hey, jetzt schafft man natürlich mit uns am Point. Das Set ist not over, ja? Das Vertrauen ist mit High Pass, wenn man den Covering. Für Spielburg-Fans können recht entspannt und frohgemut ertrommeln. 6 Punkte Führung. Jetzt sind es noch 5 und wie vorher schon vermutet, ausschlaggebend ist eine Serie an guten Aufschlägen gewesen. Vor allen Dingen von Courtney Felinski. Ah, das war der erste wirkliche Killing Block. Sehr aggressiv. Langemach war es, die ja hier die Diagonale zugemacht hat. Schwerer Ball jetzt für Wörthein. Ah, Sina Fuchs macht da jetzt richtig Druck auf den Ball. 2 gute Angriffe von ihr. Das erste Ass hinterher und schon ist es wieder eng. Prompt gibt es die Auszeit nicht von ihm, die Auszeit von Jonas Kronseder. Ja, ein wirklich ein hübscher Aufschlag von Wilson. Storm diagonal, but it's really straight attack. Don't go in front. Position 1 has to take the tips behind box defense and we defend to this 2 players still. It's otherwise it's really difficult for position 5. Okay, stay with diagonal, take off the power, everything is fine. First side up, come on. Chance bis auf 1 Punkt ranzukommen. Hinterfeld über Wilson. Und den Shot, den hat sie ein bisschen zu kurz und zu flach angesetzt. Kein Tusch, sagt das Schiedsgericht. Und da hatte sich Münster so schön angearbeitet, um jetzt dann doch wieder mit 4 Punkten weg zu sein. So schnell geht's. Bisschen zu hoch der Ball von Sina Fuchs, die da versucht hat, oben reinzuschlagen in den Pilzwieburger Block, aber hat ein bisschen arg hoch angesetzt. Verströmt da keine Hektik. Andi Vollmer, er hat gar keinen Grund dazu, Hektik zu verströmen. Sein Team liegt mit 4 vor und braucht nur noch 5, um diesen ersten Satz zu holen.
wieder eine durchwachsene Annahme. Und das nächste Missverständnis beim USC. Klassischer Fall von dem Duin, ich habe ihn sicher. Lina Fuchs ist da durchaus durchschlagskräftig, seit sie reingekommen ist auf der 4. Nächster Punkt über die 4. Barbara Wysorke kommt durch. Das war jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Chance auf Punkt 23 für das Heimteam. Und wieder aus der Standardsituation, aus dem Dankeball heraus. Eine, nennen wir es mal, Kombination. Lena Stickroth rückt rein, greift nicht außen an der Antenne an, sondern aus der Mitte des Feldes. Und Münsters Block kommt nicht hinterher. War jetzt allerdings auch ein sehr unpräziser Dankeball auf Seiten der Raben. Lena Stickroth sorgt für 4 Satzbälle der roten Raben. Annahme. Anisova setzt sich durch. Aber jetzt braucht es schon eine ganz starke Serie beim USC, um noch was zu bewirken in diesem Satz. Hanna Ortmann kommt rein am Ausschlag. Genau, da ist sie reingekommen. Also nicht für einen Fehlaufschlag, sondern alles zu versuchen mit ihrem Aufschlag. Hat dann nicht sollen sein. Den ersten Satz, den holt sich Phils Fieburg recht deutlich nach einem Beginn, der nicht so glatt lief. Da war die Annahme nicht gut beim Heimteam. Nachdem die Annahme sich stabilisiert hat, der eigene Aufschlag besser wurde, war es eine klare Angelegenheit, dieser erste Satz. Für die roten Raben, auch ohne Luasses.
Samstag nicht nur das nächste Heimspiel der ersten Mannschaft, sondern auch unsere zweite Mannschaft ist am Wochenende wieder am Zug. Zu Gast Navarro Straubing, letztes Jahr noch Erstligist, jetzt Zweitligist, Sonntag, 5. Februar um 14 Uhr. Wäre schön, wenn Sie auch die zweite Mannschaft tatkräftig unterstützen. Und nicht vergessen natürlich Samstag, 19 Uhr, unseren Mädelschlag hier wieder auf, der Gegner dann Ladies in Play nachgehen. Jonas Kronseder kann sich jetzt erstmal relativ ruhig den zweiten Satz anschauen, führt mit seinem Team mit 1:0 und wie vorhin festgestellt, war es nach etwas schwierigerem Beginn für sein Team dann eine relativ klare Angelegenheit gegen den USC Münster. Die Münsteranerinnen sprechen sich hier durchaus nochmal Mut zu. Vorhin in Satz 1 zu Beginn. Leichte Probleme in der Annahme bei den Raben. Noch weiter, da war sie mit der Hand runter, Linda Dürrendahl. Im dritten Versuch gibt es den Punkt für die Raben, den ersten in Satz Nummer 2. War jetzt ein Ballwechsel, der von beiden Seiten unpräzise geführt war. Der Punkt geht ans Team in Grün. Lena Dörendahl macht sich nochmal lang. Kriegt dann aber die Hand nicht so richtig unter den Ball. Da kommt sie hinter dem zweiten Schiedsrichter Jan Opitz angeflogen. Sina Fuchs ist auf dem Feld geblieben für Ines Barton als zweite Annahme Außenspielerin. Den Ball, den hat Erika Wilson überhaupt nicht sauber getroffen, mehr mit dem Handgelenk als mit der Handinnenfläche. Und
wenn Münsters erfolgreichste Punktesammlerin nicht so richtig ins Laufen kommt, dann hat die Mannschaft schon Probleme. 6 Punkte hat sie schon gemacht bis hierher. Erika Wilson. Aber man sieht an solchen Bällen, dass sie natürlich immer wieder gesucht wird. Erika Wilson war es mit der Netzberührung beim Block. Auf dem Weg nach unten ganz leicht mit der Hüfte ins Netz gekommen. Münster hat wieder Probleme mit der Annahme. Gewechselt wird aber nicht auf der Annahmeposition. Gewechselt wird auf der Diagonalposition. Hanna Ortmann kommt rein für Erika Wilson. Münster trägt den ersten Ball. Wird geblockt. Und dann geht's wieder schnell. Viel, viel erstes Tempo bei den Raben. Münster muss dringend seine Annahmeprobleme in den Griff kriegen, sonst wird das für das Team von Andy Vollmer eine schwere Kiste hier bei den Raben. Dabei sind sie eigentlich wirklich auswärts stark. Haben 5 von 6 Auswärtsspielen gewonnen, die Münsteranerin. Tippen dann einfach immer von so oben rüber. Ja, das ist dann bei ungenau kommt, so oben rüber. Sollst du drauf, der die 1 ist meistens frei. Left shoulder setting, left shoulder setting, ja. Hey, Spirit and Passion, ja, Spirit and Passion. Man braucht ein Schlagwort. Und Münsters lautet ganz offensichtlich Spirit and Passion. Sehr diszipliniert in der Abwehrarbeit die Raben. Und die Idee war richtig gut von Hanna Hoffmann. Leider setzt sie den Ball, also aus Münsteraner Sicht, knapp neben das Feld. Nur eine Ballbreite etwa. Hat sich da aber auch wirklich einen technisch anspruchsvollen Schlag ausgesucht. Macht einen guten Job auf einer ungewohnten Position, Courtney Filinski. Wie so viele ist sie in dieser Saison neu bei den Roten Raben. Und das Team in Grün liegt mit 4:8 hinten zur ersten technischen Auszeit. Er weiß, dass sich ein bisschen was tun muss bei seiner Mannschaft beim USC. Die Roten Raben haben auch die harten Angriffsbälle von Sina Fuchs gut abgewehrt zuletzt. Standen da sehr diszipliniert, wissen, wohin Sina Fuchs angreift.
Und Anisova, Fuchs und vorher auch Ines Barton haben weiterhin große Probleme in der Annahme. Die Aufschläge der Vilsbiburgerinnen gehen überall hin, nur nicht Richtung Linda Dörendahl. Und die anderen Annahmespielerinnen, wie vorhin erwähnt, wackeln heute bis hierher. Ihr vierter Punkt. Courtney Felinski ist dann so ein bisschen vorsichtig immer bei ihren Versuchen vorne am Netz. ...24 Jahre alt Courtney Felinski, kommt aus Wichita Falls in den USA. Hat bisher gespielt in Finnland, in Plaki und vorher in George Peck University in den USA. Zieht sie zurück, Sena Fuchs will sie nicht verletzen. Ohne Bande hätten sie den Ball relativ locker gehabt. Apropos locker haben, den darf Linda Dörendahl eigentlich in der Abwehr besser haben. Das war jetzt kein harter Ball, aber da kommt sie ein bisschen spät hinter den Ball. Jetzt wird es arg fehlerbehaftet, das USC-Spiel. Das bemerkt natürlich der Coach. Ebenfalls nimmt die nächste taktische Auszeit. We have to take care about our passing. It's the key right now, because we have one good ball and then two balls we're losing in a row. Yeah? Not up there, yeah? First, it's all players go for pass, the rest is coming afterwards. The stability platform is advanced. If we just fall up, it's fine for us. No! Zu viele leichte Fehler. Mangelnde Konstanz, das ist das, was er jetzt in der Auszeit gerade bemängelt hat. Andi Vollmer hat da seine zweite Zuspielerin jetzt schon mal rangerufen. Mit Bongartz, die Niederländerin, 19 Jahre jung. Vielleicht hilft ja ein Rhythmuswechsel beim USC. Sauberer Block von Anisova gegen Besorke. Da war Besorke auch wirklich spät. Viel Zeit für Münsters Block. Und Anisova hat die Hände da schön gestellt. So, auch Vilsbiburg kann Fehler. Und Münster ist dran. Bis auf zwei Punkte. Thank you.
Laufradfehler Nummer 5. Dem stehen zwei Service-Winner gegenüber bei den roten Raben Filz Wieburg. Das Verhältnis beim USC ist ein bisschen ein anderes. 4 Aufschlagfehler bis hierher und 5 Service-Winner. Schön gekämpft von Becker da. Der Punkt geht trotzdem an Münster, weil sie jetzt konzentrierter wirken und vor allen Dingen auch konsequenter in ihren Aktionen. Kaiser Alanko muss noch ein bisschen warten, bis sie aufschlagen darf. So, alles trocken, jetzt darf sie. So schnell dreht sich das Blatt. Die Mannschaft, die jetzt besser aufschlägt, ist der USC Münster. Die Mannschaft, die jetzt deutlich schlechter annimmt, das sind die roten Raben Filz Wieburg. Umgekehrtes Bild zu weiten Teilen des ersten Satzes. We have to be better in reception, we have to be better in attack. This means go 100%. If you pass, the ball is coming to you, go to the ball. You have a good technique, take the ball, also an attack. Go 100%. Make a decision and go for the ball. You cannot go like just 50%. Let's go. Aktiv rein in den Ball. Nicht warten, dass der Ball zu einem kommt. Volleyball-Grundregel nochmal eindringlich vermittelt von Jonas Kronseder. Ja, hat aber jetzt gerade nicht so wirklich funktioniert bei Burdine. Und den Ball da auf den Hacken angenommen, von wegen aktiv rein in den Ball. Filz Wieburg hat den Annahmeriegel geändert. Sie ist mit reingekommen in den Annahmeriegel. Für Linsky. Die Annahme war schon besser. Aber den Punkt, den macht Münster und führt jetzt hier mit 2. Münster lag 8:12 hinten und führt jetzt 15:13. Glück für das Heimteam, dass die Netzkante mitspielt. Ortmann mit dem präzisen Angriff über die vier. Und das ist jetzt die erste technische Auszeit in diesem Spiel, in dem Münster vorne liegt. Und zwar mit 2 Punkten. Get the ball up, even though for some time, and then we have time to come approach also. It's a little bit too fast and tight at the moment. Come a little bit up with your body language. We're leading once here in set, and after 1 point, we're going back down. No, come, we are here. It's our set, our match, come on. Quinnig, was zu beweisen ist. Ob es denn ihr Match ist oder wird das Match der Roten Raben Filz Wieburg. Momentan ist das Team, das mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt, der USC Münster. Vor allen Dingen, weil sie in diesem Wechselspielchen Aufschlagannahme jetzt gerade die Nase vorn haben.
Und wenn die Annahme nicht so richtig perfekt ist, dann ist das schnelle Spiel der Vilsbiburgerinnen auch wackelig und nicht durchschlagskräftig. Der Annahmeriegel in Rot. Wackelt bedenklich. Nächster guter Aufschlag. Münster, 4 Punkte Führung. Münster. Anni Sommer die Linie runter. Bördein verschätzt sich. Und wackelt extrem. Die erfahrene 33-Jährige. Auszeit Jonas Kronseder. Die muss er auch nehmen, weil der Satz, der gleitet seiner Mannschaft aber sowas von komplett hier aus den Fingern. Muss dann jetzt die Annahme wiederfinden, die sie irgendwo ganz tief verbuddelt haben und am Feld. Sonst holt sich Münster hier diesen Satz Nummer 2 und dann geht die Partie von vorne los. Passable Annahme, erstes Tempo, Punkt für Spielburg. Dynamisch über außen. Da ist Leonie Schwertmann nicht mehr hinterhergekommen im Münsteraner Block. War auch schwierig für die Mittelblockerin. Fehlausschlag Lena Strickroth. 20-16 für Münster und Leonie Schwertmann schlecht auf. Vilsbiburg bleibt seiner Linie treu, die Bälle relativ schnell über außen zu spielen. Und das war ein Angriff mit Auge von Bördein. Die Linie runter, sauber am Münsteraner Block vorbei. Lina Fuchs, Anni Sauber sind sich da nicht so ganz einig, wer den Ball nehmen soll. Der Dörendahl schwört ihre Mitannahmespielerinnen dann nochmal ein auf den nächsten Ball. Hanna Ortmann bringt den Ball durch. Linski ist da eine gute Aushilfsdiagonale bei den Raben. So. Sie soll den Block ein bisschen größer machen.
Aber jetzt ist keine Zuspielerin auf dem Feld, aber das ist eine Chance, die Phil Spielberg da komplett liegen lässt. Da kommt er. Dankeball zurück und sie ist hier noch nicht bereit. Kann wehtun am Ende dieser Ball. Zumindest den Raben. Münster ist dankbar. Behält die 3 Punkte Führung. Und jetzt macht auch Andi Vollmer sein Team. Groß Britt Bongartz kommt rein, ist mit ihren 1,85. Natürlich eine Ecke höher als Kaiser Alamko mit ihren 1,74. Jetzt ist die Chance da auf Punkt 23. Noch nicht genutzt vom USC. Ines Barton bringt den Ball durch. Und das ist Punkt 23 für den USC Münster. Und jetzt sieht es doch ganz stark nach einem 1:1 aus, nach den ersten beiden Sätzen. Klassischer Doppelwechsel bei den Roten Raben Pilz-Büburg. Lauren Plum hier am Ball. Ist auch reingekommen. Die zweite Zuspielerin. Und das sind jetzt 5 Satzbälle für den USC, der sich da bravourös aus seiner Schwächephase rausgearbeitet hat. Mut gefunden hat in der eigenen Annahme und dann auch die Aufschläge wieder gefunden hat. Schade, ganz, ganz starke Abwehr von Linda Dörendahl. Wird leider dadurch entwertet, dass der Block im Netz war. Da sehen wir es beim Rumdrehen Richtung eigenes Feld. Das Netz berührt, ist halt ein Fehler. Platzausgleich. Respekt USC Münster, aus so einem tiefen Tal wieder zurückzukommen und das am Ende des Satzes so deutlich. Nach 50 Minuten Spielzeit steht es 1:1 nach Sätzen zwischen den Roten Raben Vilsbiburg und dem USC Münster. Dankeschön, Herr Meister. Dankeschön, Tini.
Halt die Kraft bei so mit der Reihenfolge, wie die Preise gewonnen wurden. Alle Preise danach schön unbedingt am Fanshop direkt bei der Preise abholen. Alle Preise nach dieser Partie werden uns oben. So, 1-2 steht es zwischen den beiden Teams, die in der Tabelle Nachbarn sind. Fünfter gegen Sechster. Münster kann so ein kleines Polster zwischen sich und Vilsbiburg setzen, wenn sie denn hier gewinnen. Vilsbiburg kann vorbeiziehen an den Münsteranerinnen bei einem klaren Erfolg. Also das hat schon so eine gewisse Brisanz her. Spiel. Es geht um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs. Kurzer Blick beim USC ist Hanna Ortmann auf der Diagonalposition für Erika Wilson auf dem Feld geblieben. Bei den roten Rahmen für Spielburg sind die Wechsel wieder rückgängig gemacht worden. Hat sie den Arm nicht richtig lang gehabt beim Schlag Hanna Ortmann. Dann geht der Ball halt so einen halben Meter seitlich neben das Feld, weil sie die Hand dann halt nicht richtig aufrichtet. Anisova muss da ihre eigene schlechte Annahme ausbügeln. Kriegt sie hin. Aber auf Dauer wird das schwierig. Das hat Münster ja schon im ersten Satz und auch in der ersten Phase des zweiten Satzes gemerkt. Ruhiges, solides Spiel beim USC. 2-2 steht's. Es war komplett mit Ansage gespielt. Und immer wenn der Ball das erste Tempo über Becker so ein bisschen weg ist von der Zuspieler von Hashimoto, wie hier, so ein angedeuteter 2-Meter Schuss, dann kommt noch der Angriff über die Schulter und Leonie Schwertmann fehlen da so 1-2 Schritte, um den Ball blocken zu können. Aber die Antwort war jetzt auch nicht schlecht. Situation. Ball kommt sauber nach vorne. Hanna Ortmann bringt den Ball durch. Ja, diesmal haben sie dann aufgepasst. Leonie Schwertmann gemeinsam mit Hanna Ortmann. Diesmal steht sie dann sauber vor ihrer Schnellangreiferin. Hanna Ortmann hilft aus. Münster ist 2 Punkte vor. Mit dem schönen Winkel sammelt da fleißig Punkte. Ist ihr 7. jetzt schon insgesamt.
jetzt ist alles trocken. Man kann jetzt wieder aufgeschlagen werden. Curly Becker. Man hat wieder auch das richtige Timing hat gegen diesen halbherzigen Angriff von Lena Stickroth. Also Fils Büburg ist jetzt vom Modus aggressiv in den Modus verhalten gewechselt, bloß keinen Fehler machen. Und so wird es schwierig mit Gewinnen. Sie trifft es nicht zu. Courtney Filinski macht auf einer nicht gelernten Position, nämlich auf der Diagonalposition, wirklich ein gutes Spiel bisher her. Man muss den Ball ja nicht immer richtig treffen, um einen Punkt zu machen. Weiß auch Juliane Lange macht, nimmt den Punkt, aber natürlich dankend und gerne mit. Second thing is, on the easy balls, we're touching many balls, we're staying good in defense, get the ball, keep the ball in center, give time, use the height of the gym. And then we can open the game. The outside spike is scoring good. Keep on a bad situation. When we're playing about the points, we're doing a really good job. We need to come there many times. And when we win, celebrate, get the body language up a little bit, okay? So, da ist ein bisschen was an Sortierung wieder nötig bei den Roten Raben. Phil Spielberg. Um wieder zurückzufinden ins Spiel. Aufschlag. Hanna Ortmann. Barbara de Sorge. Nutzt den Block von der Sina Fuchs, die Hände nicht sauber stellt. Eigentlich wirklich gut ist vor ihrer Angreiferin, aber halt die Hände nicht so richtig sauber vor dem Ball bekommt. Annahme geht nur der hohe Ball, aber den bringt sie dann durch an die Sommer. Also das haben wir heute schon ein paar Mal gehabt und haben wir auch schon häufiger gehabt in diesem Satz Nummer 3, dass an die Sommer wackelt in der Annahme, das dann aber irgendwie wieder hinkriegt im Angriff. Die Frage für Münster ist, klappt das über die komplette Satzdauer? Leonie Schwertmann bringt den Ball durch.
kurzer Ausflug in den internationalen Volleyball. Der VfB Friedrichshafen hat sein Champions League Auswärtsspiel bei Zenit Kazan mit 0:3 verloren, aber einen epischen zweiten Satz gespielt, den mit 38:40 verloren hat es also den Star-Ensemble aus Russland richtig, richtig schwer gemacht. Und die United Volleys spielen Achtelfinale des CEV Cups gegen Roter Stern Belgrad. Haben den ersten Satz verloren mit 23:25. Da geht aber noch was für die United Volleys. So, und jetzt kümmern wir uns wieder hier um dieses Spiel. Auszeit von ihm. Reception, go more for the balls, move your feet. Get the platform in, bring the ball up, and then we score. We have a high efficiency. Get the ball inside of the court on 3 meters, now we place the ball outside, and we score the point. But you have to wake up now, girls. Really, wake up, go! Vorsichtig formuliert, Jonas Kronsee das angefressen. Und lässt das sein Team auch spüren. Fünf Punkte Führung für Münster. Kaiser Alampo schreckt auf. Dankeball-Situation für Münster, die Chance auf das 14:8. Genutzt. Und es gibt einen Wechsel auf der Mittelblockposition beim Team aus Vilsbiburg. Marlies Wagendorp, die Niederländerin, kommt rein für Curly Becker. Die ja jetzt ihr erstes Spiel nach ihrem Außenbandriss hatte. Direkt der erste Ball über die Niederländerin. Jahre alt, Marlies Wagendorp. Saubere Abwehr von Sana Kuljunen. Nächste starke Abwehr von dem finnischen Libero der Raben. Aber auch die nächste Chance für Münster. Geht das noch weiter? Geht noch weiter! Sauberer Ballwechsel hier. Jetzt sogar mit Vorteilen für die Mannschaft in Rot. Das war dann ein Erfahrungsball. Nach so einem langen Ballwechsel dann die Übersicht zu behalten und den Ball so präzise auf die Linie zu setzen, das macht man dann halt mit 33. Münster zur technischen Auszeit. Leni Schwertmann ist definitiv aufgewacht, was die Blockarbeit betrifft. So, jetzt kommt der kleine Schritt. Die Hände werden übers Netz geschoben und es gibt den Punkt, den Blockpunkt. Maybe you wait a little bit more in the middle position, not going short. He was never tipping at the middle. Maybe you wait here and then see, and then you can play, then you go for the short. You're fast enough for the tip ball. The tip ball in the course, huh? The always close, not long, always close. Okay, target low and low. Yeah, the high ball here. If it's inside, it's in between the blockers. It's long, long line, huh? And long to long line. Huh? Ah! Okay.
6 Punkte liegt das Heimteam hinten in Satz Nummer 3. 1 auf A mit dem Aufschlag, der deutlich zu lang ist. Sechster Aufschlagfehler beim USC Münster, aber schon 9 Service Winner. Das ist eine Quote, mit der der USC gut wird leben können. Bei den Roten Raben sieht es anders aus. 7 Aufschlagfehler und nur 3 Service Winner. Der Angriff, auch schönes Zuspiel von Kaiser Alanko, wieder die komplette Breite des Feldes nutzt. Einmal 9 Meter bitte. Eines Doppelwechsels bahnt sich an bei den Roten Raben Filz Biburg. Mesa Luases ist schon mal aufs Feld gekommen, vorne am Netz. Sollte blocken, hatte auch die Finger zumindest am Ball. Aber zugunsten der Mannschaft in Rot. So, jetzt ist der Doppelwechsel zugunsten der Mannschaft in Grün natürlich, also sie ist getuscht worden. Jetzt der Doppelwechsel komplett. Lauren Plum ist reingekommen für Courtney Folinski. Das sind jetzt 3 Aufschlagfehler in Folge beim USC Münster und damit geben sie für Spielburg einfach die Chance, in diesem Satz noch irgendwie drin zu bleiben. Und die macht das mit all ihrer Erfahrung. Und bringt ihr Team bis auf 3 Punkte wieder ran. Starke kämpferische Leistung von Plum. Und das war dann sauber gespielt vom USC. Clever gespielt, danke Ball perfekt nach vorne, dann raus mit dem Ball. Und der Block ist einfach nicht dicht und dann kann man halt mitten durchtrümmern. Rutsch mal den Ball halt rein. Ja, was tun? Hinter Dürrendal. War da ein bisschen zu früh nach vorne gegangen, um abzuwehren. Übertritt mit dem linken Fuß auf der 3-Meter-Linie gewesen. Hanna Ortmann. Knapp, aber sie war auf der Linie. So, jetzt kurze Verwirrung. Andi Vollmer hat eine Auszeit beantragt. Aber zeitlich so eng, dass das Mirko Till da oben, der erste Schiedsrichter, zu spät mitbekommen hat. Check-up, ja? Ist fein. Der Bordeck ist fein. Maybe change ribbon. Zero, ja? Football goal for zero. Gut,
Indiana, der Müller, der kommt hier auf 7, ne? Noch ein Tor, one more. Go! Da hat er auch wirklich bis zur allerletzten Sekunde gerade eben gewartet, bis er die Auszeit nimmt. Andi Vollmer, das war schon bewusst gespielt mit der Zeit. Tusch, sagt Mirko Till. Die Linienrichterin hat keinen Tusch angezeigt. Es war genau vor ihm. Er sagt, da war Phil Spielbergs Block dran. Und gibt den Punkt an Münster. Gucken wir mal nach. Ja, ist möglich. Ist möglich. Er war am dichtesten dran. Wieder Anisova. Wieder der Punkt für Münster. Auszeit für Spielburg. 4 Punkte Vorsprung für den USC Münster. We have a good double block and tries to go line. He doesn't attack diagonal, okay, and then we get this block. First side out cuts and then we break him again. Go. So, 4 Team, 4 Punkte liegt sein Team hinten, das Team von Jonas Kronseder. Die Annahme muss jetzt stabil sein gegen Münsters Aufschläge. Du hast es mit einem ganz wichtigen Punkt für Phil Spielborn. Rückwechsel beim Heimteam für Linsky zurück auf dem Feld und Hashimoto ebenfalls zurück auf dem Feld. Schwupps, ist es wieder eng. In diesem Platz. Nächste Auszeit vom USC Münster, diesmal nicht ganz so knapp genommen von Andi Vollmer. Strong part is the swing with the head. Half it off the net. Tightly caught. It's a nice one. Okay, one more. Oh, yeah! Yeah! So, wir sind in der entscheidenden Phase angekommen dieses dritten Satzes. Knappe Führung, Münster, Ausschlag, Hashimoto, Hilfsbüber. Wieder das ganze Feld. Genutzt über Anisova, die macht den Punkt. War mal auch ganz sicher zugespielt, der Ball. Schmeidige 2 Meter weg vom Netz. Kaiser Lanko. Riskanter Angriff von Lena Stickroth, aber erfolgreich. Linda Dürendahl war da in der Nähe. Gucken wir mal. Und war mit der linken Hand am Ball. Da war Münsters Annahme.
lange, lange stabil. Jetzt ist eine weggegangen und die Raben sind bis auf einen ran und die Ballsporthalle ist richtig, richtig laut geworden. Ja, Netz wackelt jetzt noch. Müssen wir nachher mal gucken. Aber der Punkt geht sowieso an Münster, weil sie da mutig waren. Mutig, weil sie lange gewartet haben im Block. Die Schwertmann und Bogdana Anisova. Am Aufschlag Ines Baden. Ist ja auch eine ganz erfahrene. Die 26-Jährige. Chance über Sina Fuchs, die den Ball da nicht sauber trifft. Hoher Ball über Hanna Ortmann. Jetzt sind sie aber beide auf, ich mache keinen Fehler-Modus. Und dann kommt Börderein und macht den Punkt. Und hält ihr Team im Satz. Marlies Wagendorf. Zwei Satzbälle Münster. Aufschlag Leonie Schwertmann, Juliane Langemach wieder auf dem Feld. Zu blocken. Ah, riskanter Aufschlag. Und der ist zu lang. Der Shotversuch von Wördein. Und damit ist der Satz rum. Schnelles, abruptes Ende dieses am Ende doch noch umkämpften Satzes. Münster führt hier mit 2:1 nach Sätzen. Münster sah lange souverän aus in Satz Nummer 3. Hat es nochmal spannend gemacht. Zum Ende. Hier sehen wir nochmal, es war auch kein Tusch. Alles korrekt. 2:1 Satzführung für Münster. Eventuell bringt der nächste Satz schon die Entscheidung. So, eine Frage stellt sich Jonas Kronseder. Kommen die Roten Raben, Phil Spielburg, nochmal zurück. 1:2, der Satzrückstand für sein Team. Das heißt, auf jeden Fall mal diesen Satz zu gewinnen, sonst gibt es keinen einzigen Punkt.
Und sollte das Heimteam sich diesen vierten Satz holen, gibt es zumindest schon mal einen Punkt für die Roten Raben. Einen Punkt sicher hat der USC Münster, der hier mit 2:1 führt. Geht dann auch direkt wieder an die Gäste aus Westfalen. Anisova mit dem harten Angriff über Hashimoto, die mit ihren 1,72 dann natürlich Probleme hat, auf die gleiche Höhe zu kommen. Ball für Felinski, der da aus dem Rücken kommt und das ist dann da schon anspruchsvoll, den Ball noch zu schlagen. Dann hat sie noch versucht, einen schwierigen Winkel zu gehen und naja, dann scheitert man halt auch mal am Netz. Startet gut für den USC, startet nicht so gut für die Roten Raben. Sie hat schon 4 Asse heute geschlagen, Kaiser Alanko. Damit alleine mehr als die Roten Raben als gesamtes Team. Tusch von Leonie Schwertmann. Können wir sehen mit den Fingerspitzen, was sie dran. USC Münster wieder sehr, sehr solide im Side-Out. Stark. Sehr, sehr stark von Courtney Felinski, wie sie den Ball im Spiel gehalten hat, nachdem er vom eigenen Ball abgeprallt ist. Und dann hat, hier, das ist die Abwehr. Die war wirklich gut und dann war es auch schnell antizipiert von Lena Stickroth. Blockarbeit ist das von Hanna Ortmann draußen auf der 4. Nochmal 18 Jahre jung, 1,87 groß, hat sich für das nächste Quali-Turnier der Weltmeisterschaft qualifiziert mit der deutschen U19-Nationalmannschaft. Von Hanna Ortmann. Ist bei 8 Punkten jetzt angekommen. Ja.
bei dem Anwurf stimmte nicht so richtig viel. Den haben sie beide sicher. Sowohl Juliane Langemach als auch Linda Dörendahl. Schauen sich nur an, wenn wir jetzt hier schön sehen können. Haben sie beide genügend Zeit gehabt. Waren sich jeweils sicher, dass die andere den Ball nimmt. Drei Punkte Führung für Münster zur ersten technischen Auszeit in Satz Nummer 4. Das gleiche Resultat zu diesem Zeitpunkt wie in Satz Nummer 3. On time. We have to defend the ball better. We're good in position. Push the ball in front. Now goes in front and we can work with first tempo also. If she's back row, keep it on the 3-meter line and then we can open on both sides. But the first touch has to be better a little bit, okay? Be more relaxed, guide the ball more, you have a good position and defense good. Okay? Come on, let's go! Psycho! Mehr Präzision in den Abwehrbällen. Das gibt er ihm mit. Jonas Kronseder. Juliane Langemach, so ein bisschen grippig angeschlagen, hat dann die Folgen auch vor dem Spiel gesagt. Aber da merkt man nicht so viel von. Spielt sie zum ersten Mal heute. Kaiser Alanko den zweiten Ball da reingelegt. Und hat zumindest mal Marlies Wagendorf damit ganz kalt erwischt. Stark gerettet noch von Hashimoto. Kaiser Alanko weiterhin am Aufschlag. Auszeit nochmal von Jonas Kronseder. Kaiser Alanko ist die Spielerin mit dem Abstand am meisten Aufschlägen. Hat jetzt schon 23 Aufschläge gemacht. Kein Fehler, 4 Asse. If you don't aim exactly number 7, if you serve between both, they have problems. But we need a really a push now. Okay, that we have an easier situation in block defense. The second thing is, one side out, it's only 3 points. And it's the beginning of the set. Okay, stay up, point for point. Könnten ja ein bisschen enthusiastischer sein, die Münster-Fans hier in der Ballsporthalle in Vilsbiburg. Ihr Team ist auf einem guten Weg. Nächster Service-Winner, Kaiser Alanko. Werten wir auch als Ass. Ist dann ihr 5. schon. Oh, das 6. hinterher.
hat sich Bördein als Opfer ausgesucht. So, die Pilz-Spielburgerinnen ändern ihren Annahmeriegel. Felinski geht voll mit rein, Bördein geht komplett raus. Also Stickrot, Felinski und Soljonen. Ah, da kann man sich auch trauen zu schlagen. Anisova geht auch sicher. Und auch der Punkt geht dann an den USC Münster, weil Jan Opitz da den Vils-Bieburger Block im Netz gesehen hat. Die Vils-Bieburgerinnen sind anderer Meinung, aber Mirko Till bleibt da bei seinem zweiten Schiedsrichter. Schauen wir mal ganz genau hin. Unten haben wir ein leichtes Wackelgas mit dem Trikot, das da nicht nah am Körper war. War es dann die Netzgebühr. Und das ist nun mal ein Fehler. Der Ball ist genau drin. Jetzt läuft es gerade für den USC Münster. Und die Raben müssen jetzt irgendwie einen Weg finden. Wieder rein in dieses Spiel. Letzte Auszeit in diesem Satz. Letzte taktische Auszeit in diesem Satz für Jonas Kronseder. Keep going to play. Okay, if they defend the ball, we get a free ball. Give a little bit time. Also, if the defense board is coming quick over the net, give time a little bit more in this situation. And then we can open the game. In the serve, if the people cover number 7 a lot, you have problem going to her. Six us half court. Move her with pressure, okay? Come on, go! Tja, was tun? Was tun, fragen sich auch die Fans hier in der Ballsporthalle. Blocken zum Beispiel. Lauren Plum. Jetzt dafür Hashimoto aufs Feld gekommen ist. Also nicht der Doppelwechsel wie in den Sätzen zuvor, sondern ein positionsgebundener Wechsel. Zuspielerin für Zuspielerin. Der Block war nicht zu. Zwischen Felinski und Wagendorp. Ohne großen Anlauf hat den Ball Hanna Ortmann dann durchgebracht. Durch die Arme von Felinski. Knappe Maus. Der Ball von Anisova. Jetzt braucht es für die Raben eine Serie. Münster hat jetzt zweimal keine gute Annahme gehabt. Zweimal hat Vils-Wieburg den Punkt gemacht. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Nächste schwache Annahme, Sina Fuchs. Mal schauen, ob Andi Vollmer jetzt schon reagiert oder ob er noch einen Ball wartet. Ne, reagiert jetzt schon. Natürlich, woran es jetzt gelegen hat, die letzten Punkte.
an der eigenen Annahme. Und die hat er jetzt eingefordert, dass die wieder stabil nach vorne kommt. Kam sie und dann kam auch der Punkt. Und damit geht es für Münster mit einer 6-Punkte-Führung in die zweite technische Auszeit. Auch hier eine Analogie zu Satz Nummer 3. Da stand es auch 16-10 für Münster zur zweiten technischen. Hey, you're putting a lot of pressure on the team, that's fine. But now let's watch out for the small balls. Huh? First tempo, I think it's good ball. Plum is going for more first tempo. She's changing the rhythm a little bit, yeah? Long hands, the defense ready to defend around the body and for the tip over. That's all right now. Yes! So, die Fans geben nochmal alles hier in Vilsbiburg, um ihr Team nochmal zurück zu trommeln in dieses Spiel. 2-1 Führung für den USC Münster und 6 Punkte Führung. Oh, kein guter Dankeball. Da war jetzt viel unsauber beim USC. Also, hätten sie den Punkt gemacht, da lege ich mich fest, dann wäre das Ding durch gewesen. Den haben sie leichtfertig hergeschenkt. Jetzt schauen wir mal, was die Raben noch tun. Geht noch weiter. Nächster Punkt für sein Team. Nächster leichter Fehler Münster und schwupps ist Vilsbiburg dran. Da sind sie noch. Vielleicht ist Münster ja doch noch in der Auszeit und hat noch gar nicht gemerkt, dass es weitergeht. Denkt sich vielleicht noch an die Vollmer. Und nimmt die nächste Auszeit. Schön auf der Seite. Wenn es nicht kommt, dann kann er auch die Hände. Ohne Hände, frage ich mal rein aus. Oder wenn ihr gerade noch ganz oben spielt, dann geht es oben. Es wird wieder laut hier. Von Marlies Wagendorp schlägt es immer noch auf. Die Chance ist da, bis auf einen Punkt ranzukommen. Noch ist es nicht so weit. Immer noch nicht. Jetzt aber 5 Punkte in Folge für die Roten Raben. Rückwechsel auf der Diagonalposition. Beim USC Münster, Hanna Ortmann geht raus, Erica Wilson kommt wieder rein.
Sie kommt nicht durch. Wieder so ein langer Ballwechsel. Und weil das Zuspiel nicht sauber ist von Lauren Plum, geht der Punkt an den USC Münster. Aber Phil Spielberg kämpft wieder. Viel zu dicht, viel zu flach. Dieser Pass raus auf die 4. Sie hat Danke gesagt, Erica Wilson, und den Punkt gemacht. Mutiger Angriff, starke Abwehr. Sauberer Block vom USC Münster. Sind wieder 3 Punkte vorn, 18 zu 15 für den USC. Luasses kommt wieder. Diesmal auf ihrer Position, auf der Diagonalposition. Bördein wird zum dritten Mal in Folge geblockt. Linsky. Setzt ihren Aufschlag knapp ins Aus. Konzentration in der Annahme. Das lief jetzt nicht wirklich rund bei den Raben. Über Wesorke, trotzdem machen sie den Punkt, weil sie da nicht die Hände sauber stehen hatte, Bogdana nicht sauber. Geht noch weiter, da hatte Dörendahl die Hand runter. Und da sieht man wieder, dass sich Kämpfen in der Abwehr lohnt. Das ist ein schwerer Ball für Barbara Wesorke. Der ist nicht sauber zugespielt. Der entfernt sich vom Netz. Den hat sie dann im Rücken beim Angriff. Schwieriges Ding für die Schnellangreiferin. Münster steckt auf mit Caddy. Geht nur der hohe Ball über Lena Stickroth. Die versucht es mit dem Shot. Der gelingt nicht so richtig. Und da hat Anisova aber mal gefühlt 2 Sekunden zu lange überlegt, was sie machen soll. Und dann feste ins Netz ist ja nicht wirklich eine Lösung. Da kam der Arm viel zu spät. Der Ball dann ins Netz. Für Spielberg auf 2 ran. Also das wäre jetzt eine schlechte Zeit für Münster, in der Annahme zu schwächeln. Das sind gute und riskante Aufschläge von Barbara Wesorke.
Kaiser Alanka war da schnell unterwegs und hat dann den Ball sehr präzise noch zugespielt. Und jetzt schlägt sie auf. Mann, 6 Asse hat sie schon gemacht heute. Ah, das sind die Bälle, die mag Lena Stickroth aus der eigenen Annahme raus angreifen. Dann hat sie einen sauberen Rhythmus und dann kann sie ihre gesamte Athletik ausspielen. Lauren Blum. Boah, ganz, ganz stark in der Abwehr von Koljonen. Langer Ball garantiert, ja. Wieder Koljonen. Und der Ball ist dann außerhalb der Antenne übers Netz gegangen. Punkt 23 für Münster. Wieder Koljonen dran, aber da kommt dann Kielinski nicht mehr kontrolliert an den Ball. Ines Barton am Aufschlag. Sie wird wahrscheinlich Börder einsuchen. Also die Linie runter aufschlagen. Doch auf Koljon in die Mitte. Lena Stickroth hat gemerkt, dass mit den Shots, wenn sie denn über den Block kommen, immer ein Punkt zu machen ist. Ihr 17. Shot. Matchbälle für den USC Münster. Insgesamt 3 Stück. Nach diesem Angriff hier von Erica Wilson, die das clever macht. Ran an die Außenhand von Börder. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Annahme ist gut. Lina Fuchs und versucht es da. Die Linie runter. Also, was natürlich arg irritiert war, war jetzt dieses Zeichen von der Bank mitten in den Angriff rein. Aber gut. Nicht groß aufregen. Nächster Ball. Erster Matchball abgewehrt. Erica Wilson scheitert im ersten Versuch. Wieder der Ball über Sina Fuchs. Knappe Entscheidung, ob der Ball jetzt drin oder draußen war. Gucken wir erstmal, ob überhaupt der Block dran war. War eh nur die Netzkante. Also egal, ob der Ball auf die Linie oder neben die Linie getitscht ist. Nächste Chance wird über Wilson gehen. Der ist nicht gut gestellt. Die Chance zum Ausgleich. Der ist aus. 24 beide. Fitzbiburg kommt auf den letzten Meter nochmal zurück in dieses Spiel. Technischer Pfiff gegen Kaiser Alanko, aber am Netz ganz leicht, sagt das Schiedsgericht, und damit haben wir Satzball für Spivot. Also das Ding war doch schon verloren für das Heimteam. Und jetzt retten sie sich wie auch immer in den Tiebreak. Drehen nach 21-24 diesen Satz noch, gewinnen ihn mit 26-24. 5 Punkte in Folge
von denen, muss man ja so sagen, die meisten der USC Münster gemacht hat. So, noch einmal 3 Minuten durchpusten und dann geht es in die Entscheidung im Tiebreak. Wieder zurück in der Waldsporthalle. 2:2 steht es. Gespielt knapp 2 Stunden. Es wird noch gespielt nach circa 15 Minuten. Dann steht der Sieger hier fest in diesem Duell zwischen dem bisher Tabellen 5. und Tabellen 6. Wobei, das können wir festhalten. Dabei bleibt es auch definitiv. Münster wird vor Vilsbiburg bleiben in der Tabelle, hat aber die Chance vertan, sich hier deutlich abzusetzen. Ob der Ball aus war, wage ich extrem zu bezweifeln. Gucken wir mal genau hin. Ja, sowas von genau auf der Linie. Und jetzt gibt es die rote Karte für Andi Vollmar. Ich weiß jetzt nicht warum, weil er mit dem zweiten Schiedsrichter gesprochen hat oder weil er die Linienrichterin gefragt hat, was sie denn da gesehen hat. Das lässt er jetzt auch gerade mal nachfragen von seinem Mannschaftskapitän, von Leonie Schwertmann. Scheint einiges an Redebedarf. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall gibt es den Punkt auch für die Roten Raben wegen der roten Karte. Also für das Heimteam. Das war gut gerettet noch. Erst von Kaiser Alanko, dann kommt jetzt der dritte Punkt hinterher fürs Heimteam. Und das alles wegen einer. Naja, es war eine Fehlentscheidung
und die Begründung für die rote Karte, die interessiert mich. Mal nachfragen hinterher. Kaiser Alanko versucht wieder mit viel Druck im Aufschlag. Setzt den Ball diesmal aber neben das Netz. Schön gerettet von Sina Fuchs. Erika Wilson bringt den Ball auch nicht durch. Zwei für die roten Raben. Den hat sie eigentlich sicher, Leonie Schwertmann. Weiß, was kommt, steht auch richtig da und dann kriegt sie da irgendwie die Hände nicht sauber an den Ball. Da löst sie sich, dann geht sie hin zum Ball. Und dann fehlen dir da so 3-4 Zentimeter. Das ist schon bitter in der Phase. Aber sie bleiben dran. Und Satz 4 hat uns ja gelehrt, man kann auch ganz am Ende eines Satzes erst für die Wende sorgen. Eine lange Macht, nimmt den Ball auf der eigenen Seite mit runter, klemmt ihn ein zwischen ihren Armen. Jetzt sind zu viele Ungenauigkeiten beim USC Münster. Der Abstand wächst. So ein bisschen hektische Bewegungen beim Team in Grün. Das ist irgendwie ein Schulter vor. Das ist ein Fußball. Das ändert sich ganz momentan. Hey, 2 points for us, yeah, the next rotation. A side out and 1 winner, that'd be at the game. Der hohe Ball. Den bringt sie nach Fuchs durch. So wie er es gefordert hat, Andi Vollmer. Es steht 7-5 für Phil Spielberg. Jetzt ist die Chance da gewesen, wenn sie sich einig gewesen wären. Ach, 5 für die Raben, weil da doch wieder Chaos herrschte beim USC auf dem Feld. Letzter Seitenwechsel der Partie.
wieder, geht nur der hohe Ball. Jetzt sind es 4 Punkte Vorsprung fürs Heimteam und noch 6 Punkte zu gehen. Auszeit an die Vollmer. Auszeit USC Münster. Hey, watch, schön. Wir sehen morgen, was ist passing now, du kommst denn nicht. Wir werden die Fußball ball over. So, der USC Münster muss jetzt einen Gang hochschalten und muss wieder präziser werden. Sonst ist das Spiel, das sie doch eigentlich schon gewonnen hatten, weg. Fünf von 6 Auswärtsspielen hat der USC Münster bisher gewonnen. Nur beim Schweriner SC verloren. Doppelblock gegen den Schnellangriff. Phil Spielberg bleibt dabei, nimmt Börderin raus. Aus der Annahme Filinski geht mit rein. Hat er auch gerade sauber angenommen. Die Annahme ist jetzt auch wieder okay. Münster bis auf einen ran. Aus Jonas Kronseder. Also die Teams geben sich hier gar nichts. Völlig klar, dass wenn Münster die Chance hat, aus dem K2 aus der Abwehr zu spielen, dass sie dann über die Position 4 angreifen. Okay, if you have the chance to go for the ball, okay, go. Like 80-60%. No. Go for the ball if the set is good. The situation is good and then you score the ball. Come on, guys. Okay, go. Weil, um den Satz zu Ende zu bringen, gegen die Angreiferin über die 4 auf Phil Spielbergs Seite Lauren Plum blockt und die ist mit ihren 1,75 nun nicht die größte auf dem Feld. Ausgleich 9 beide. Starker Aufschlag von Tina Fuchs. Der 13. Service-Winner der Münsteranerin. So, jetzt stehen sie da in Phil Spielberg mit dem Viererriegel in der Annahme. Sieht man auf dem Niveau auch nicht so häufig. Block gegen Lena Stickroth. Führung für Münster. Also, was geht denn hier ab? Jetzt gibt es bei den Raben den Doppelwechsel. Hashimoto kommt zurück und der Luasis kommt aufs Feld. Heißt Dreierriegel in der Annahme, heißt Wördern wieder mit drin. Die kriegt auch direkt den Ball. Sollte den Ball direkt kriegen, aber der Gegner knapp daneben. 10 beide. Anisova mit dem Angriffsfehler bringt die Raben wieder nach vorn.
Also das ist mal ein stetes Auf und Ab hier bei diesem Spiel. Mal das eine Team mit wenig Fehlern, mal das andere Team mit wenig Fehlern. Das ist die positive Formulierung. Die andere wäre, die Teams wechseln sich ab mit einer Fehleranhäufung. Langer Mark bringt den Ball irgendwie am Doppelblock vorbei und geht jetzt zum Ausschlag. Stark gerettet. Und Barton bringt den Ball durch. 12 beide. Boah, zumindest eins könnte man sagen, spannender geht nicht. 12 beide im fünften Satz. Doppelwechsel zurück bei den Roten Raben für Spielburg, während wir hier Andy Vollmer sehen. Lauren Plum geht zum Ausschlag. Der USC Münster ist jetzt mehr unter Druck. Muss den Ball durchbringen, sonst hat er einen Matchball gegen sich. Bringt den Ball durch, ohne was tun zu müssen. 13 beide. Das heißt, wir haben nach dem nächsten Ballwechsel aber mal sowieso Matchball. Die Frage ist nur, für wen? Kleiner Vorteil für Spielburg. Sie haben den Zeitout, aber Kaiser Alanko, Sie wissen schon, die Dame mit den 6 Assen ist am Aufschlag. Block gegen Lena Stickroth, Matchball Münster. Also das war gerade ein Aufschlag, auch sicher. Und Kaiser Alanko hat sich ausgezahlt. Reception. Lauren opened the game good for the attacker and then we break them again. Now these persons come on.